Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Castlevania Lords of Shadow Mirror of Fate. Und es geht direkt weiter hier in... Im Zimmer! Oder im Zimmer der Wachen. So. Gut. Killen wir mal hier kurz die Gegner. Wow. War's das schon oder was? Na gut, egal. Hebeln können wir nicht mehr. Gibt's denn hier links noch was? Gegner! So, da wird's hochgehen, aber... Da ist ein Fragezeichen, den möchte ich mir, oder das möchte ich mir kurz anschauen. Kurze Erklärung. Warte mal, wie komme ich denn da hin? Moment mal. Ich hier? Nee. Rechts hier auch nicht, das habe ich schon. Moment. Bin ich da? Scheiße. Wieso? Also ich meine, ich will da hin. Ja, kurze Erklärung. Eigentlich wollte ich ja euch so eine Art Vot lassen, ob ihr jetzt nun hier die ganzen blauen Gebiete, wo wir noch Sachen holen können, ob ich das, ja, offscreen machen soll oder doch eher lieber onscreen. Da ich aber gerade ein bisschen Zeit habe und vor allem Lust habe und wissen will, wie es weitergeht, nehme ich jetzt doch noch ein paar Parts am Stück auf. Ich glaube noch so drei Parts oder so. Und ich würde sagen, die werde ich dann mit der Story voranschreiten. Und ihr dürft in den ganzen Parts, die ich jetzt hier aufnehme, ruhig schreiben, ob ich jetzt die blauen Räume da jetzt nun aufdecken soll und beziehungsweise da jetzt die letzten Items holen soll. Halt, 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 da ist zum Ankern. Ich möchte da ran. Hallo. Das ist Ankerpunkt. Ja, schreib halt in den Kommentaren. Tschüss, ich geh nochmal runter. Ne? Das kommt gut aus. Schreib in die Kommentare, ob ich das optionale quasi onscreen machen soll oder doch lieber direkt offscreen. Zur Erklärung, es kann sein, dass da storybedingte Sachen dann auch zu sehen wären. So wie wichtige Items und andere Sachen. Denn zum Beispiel hier, dieser Feuergeist, den wir hier haben, den haben wir auch in einem optionalen Gebiet getroffen. Und außerdem haben wir auch die maximale Munitionsmenge erhöht. Geil. Jetzt haben wir... Ach, guck mal an. Wir haben jetzt hier einen Burgsaal. 3 von 3, das heißt Zimmer der Wachen, Burgsaal. Haben wir komplett wunderbar einen weiteren Raum abgeschlossen. Gut. Erübrigt sich dieser Raum hier. Ja, wie gesagt, was wollte ich sagen? Und dann kann natürlich auch wichtige Informationen wie zum Beispiel, Tagebucheinträge oder auch sogar komplett neue Räume sind dadurch auf jeden auch auffindbar. Und dementsprechend würde ich halt einfach, ja, also euch das überlassen, ob ihr das onscreen machen soll oder offscreen. So oder so, ich mache eben alles. Also das heißt, ich verpasse da nichts. So, hier wollten wir ja mal lang schwingen. Mal schauen. Ach so, okay, wir müssen da lang. Okay, links lang. Aha. Okay. Nice. Besser Eintrag können wir uns gleich durchlesen. Erstmal hier ran. Durch. Und lesen erstmal das. Über mir ist eine gewaltige Konstruktion zusammengefallen. Jetzt werde ich nie wieder nach Hause zurückkehren und die Liebe eines anderen Menschen erfahren. Ich werde hier sterben.
Doch erfüllt es mein Herz mit Stolz, dem heiligen Zweck gedient zu haben. Meine Seele sehnt sich nach Erlösung. Ob du die bekommen hast, das, keine Ahnung. Bestieneintrag, was haben wir denn? So, Skarve. Diese wiederbelebten Leichen fressen und infizieren die sterblichen Überreste anderer Kreaturen. So, dass viele Bereiche der Burg von einem Befall bedroht sind. Die Skarven sind eine Art lebende Tote, die vom Wächter der Nacht befehligt werden, dessen Macht die Grenzen der Hexerei überschreitet, um eine greifbarere und gefährlichere Form anzunehmen. So, die Harpien wurden aktualisiert. Warum? Was ist denn hier aktualisiert worden? Ah, Schwächen. Die sind auch schwach gegen, keine Ahnung. Ich glaube, die Fiolen wurden jetzt als Schwäche hinzugefügt, aktualisiert. Ich weiß es gerade nicht. Ich habe da sonst nicht so wirklich was gefunden. So, gucken wir mal. Wo sind wir? Burgsaal haben wir auch damit komplett abgeschlossen. 5 von 5. Geil. Ein weiterer Raum, den wir somit gecleant haben. So. Oh! Das tat ja weh. Upsi. Ja, da sollte man doch lieber aufpassen. Egal, egal. Oh, hey, Leute. Gerade habe ich was von euch gelesen. Aha, neuner, okay. Wow, Mann, bist du billig. Ja, okay. Wo geht's denn jetzt lang? Kann das sein, dass ich falsch laufe gerade? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich gehe gerade komplett den falschen Weg. Ich werde erstmal den hier killen und dann... So, da bin ich. Also hier. Der Pfeil zeigt zwar nach links, aber... Eigentlich müssen wir doch da hoch, oder nicht? Na mal schauen, ich gucke erstmal hier, ob wir links noch irgendwie was finden. Wo bin ich denn gerade? Burgsaal, da hab ich zwar alles fertig, aber... Ich schau halt mal, ob wir hier links irgendwie noch was finden. Weil ich bin gerade unsicher, wo es weitergeht. Tödliche Wasserfälle, ja. Mal kurz schauen. Ah, nee, jetzt gehe ich komplett zurück. Ja, komm, dann machen wir in diesem... Ja, der Fall ist halt jetzt wieder rechts. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind... Gucken wir kurz nochmal nach den ganzen Items hier, die wir hier ausgelassen haben. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind... Nutzen wir das doch mal. Damit der Weg nicht ganz umsonst war... Tja. Mal so eine Frage. Was, haltet ihr denn von diesem Spiel jetzt mal so? Es ist ja schon, der müsste jetzt 6. Part sein. Und, ja, was, wie findet ihr dieses Spiel? Auch im Vergleich zu Castlevania Lords of Shadow 1 oder gar 2, den ich ja let's played habe. Ja, wie findet ihr dieses Spiel? Wow, wow! Okay, ich dachte, ich wäre jetzt gerade tot, deswegen hatte ich irgendwie nicht so wirklich mich bewegen wollen. So, okay. Also, ich persönlich muss sagen, ich finde das ein cooles Spiel, aber mir gefällt Teil 2 im Vergleich doch mehr, aber auch nur weil... Ja, weiß nicht, ich meine, Teil 2 gefällt mir halt einfach mehr. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn da jetzt hoch? Hier gibt es keinen Ankerpunkt. Ich habe keine Ahnung, wie ich da rankommen soll. Ich
erstmal hier die kümmern. Danke. Aha, wahrscheinlich hier rüber, oder? Ja, dann... Ah, verstehe. Cool. Wow, toll, super. Habe ich endlich das Teil gefunden, was ich gesucht habe und verrecke, weil ich so wenig Life habe. Geil. Genial. Boah, aufs Maul. So, hier hoch. Nein, oh, was mache ich denn? Dann kann ich ja mal kurz hier die Notiz hier mal entfernen, sehe ich gerade. Warte mal. Bitte die Notiz hier in... Ja, genau. So, wunderbar. Weil du musst ja nicht nochmal bestehen bleiben, wenn wir das schon eingesammelt haben. Die Notiz. So, und das hier. Klatsch. So, aufs Maul. Nein! Oh! Oh, das war doof. So, dann kämpfen wir nochmal gegen die hier alle hier. Och man, das war jetzt doof. Ah, ich halte den Weg nochmal. Hab ja sonst nichts zu tun. Also ich muss sagen, ich mag Side-Scrolling-Spiele, aber mag halt eher, wenn es so 3D-mäßig ist, so wie in Teil 2. Oder ja, Teil 1. Aber das ist trotzdem ein cooles Spiel, das muss ich ja fairerweise sagen. So, stirb, Viech, stirb! Danke. So, lesen. Nach dem Aufprall war ich einige Zeit bewusstlos. Als ich erwachte, verschlug es mir vor Angst den Atem. Nicht nur wegen meines sehr schunden Körpers, sondern auch wegen dem Meer aus Leichen, in dem ich gelandet war. Ich konnte mich aus dieser Hölle herausschleppen, doch ich merkte, dass einige... Wirklich Hölle? Okay. Einige der Leichen angefangen hatten, sich zu rühren. Lieber Gott, beschütze mich! Lieber Gott, wir haben ein neues Level. Was kriegen wir? Den Erdbebenhieb. LT und Y. Ja. Zwei nette Angriffe haben wir jetzt. So. 3 von 6. Ja, gehen wir doch noch mal ein Stückchen zurück. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ja, nochmal ein kleines Backtracking-Part hier durchschieben. Oder auch einfach Let's Failing. Das geht auch. So, nun aber. Bitte diesmal lebend. Achso, verstehe. Ich sehe ja schon, wo ich hin muss. Hallo? Wuhu! Aha, genau das Ding. Im östlichen Teil der Höhle habe ich Kreaturen eine heilige Truhe tragen sehen. Nach einer so langen Reise sieht das trübe, durch die Felsen gefilterte Wasser gar nicht mehr so unappetitlich aus. Bevor ich meine Reise fortsetze, will ich etwas trinken, um wieder zu Kräften zu kommen.
Ja, und daran ist er dann gestorben, weil, ja, wie wir gerade gefühlt haben, ist das Wasser nicht gerade gesund. Wuhu. So, müsste ja hier auch noch was sein. Wow. Eieiei, ich dachte, ich sterbe hier. Oh ja, live. Oh. Super, dann kann ich ja hier eigentlich auch die Notiz entfernen. Entfernen bitte. Warte mal. Zack. Entfernen, danke. So. Sie sind da unten. Achso, verstehe. Ja, da möchte ich jetzt aber nicht noch hin. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal weiter zur Story lang. Damit wir vielleicht in diesem Part doch nochmal was erleben. Super. Irgendwie habe ich gerade die Tasten vollkommen verwechselt. So, nochmal so. Ich gehe nochmal genau den gleichen Weg, den ich eben ja geklettert bin. So. Lass mich hier das zerstören, danke. Wow. Ich dachte, ich krieg da nochmal schon eingedampft. Aber heute möchte ich nicht dampfen. Nee, nee. So. Cool. Wow. Und höp. Cool. Geht gut voran. Und nochmal hier lang. Wunderbar. Und gleich sind wir wieder da, wo wir eben den Part begonnen hatten. Cool. Genau, nach oben. Hoch da. Sag immer. Hoch. Also der Sprung, das Springen sieht sehr komisch aus, wie er da die Hand so merkwürdig hält. Hä? Wieso komme ich denn da jetzt nicht mehr lang? Egal, gehe ich halt ein bisschen weg. Nehm halt den Fahrstuhl. Puh. Dann halt so, Leute. So. Durchrollen, wunderbar. Geht schnell. Ach komm, hier, dir, ja. Wunderbar. Hier war ich doch eben schon. Weiter höher müssen wir doch. Genau. Immer zum roten Pfeil hinterher. Die mit dem roten Pfeil. So. Ja, komm, trink mal. La Waldmeister-Geschmack. Lecker. Ah, oh, hab ich mich erschrocken auf einmal, als diese Viecher hier ankamen. Oh, weil hab ich ja gar nicht mehr irgendwie in der Planung drin. Komm her. Täuscht das oder sind die so schwach auf einmal? Naja, mir soll es egal sein. Sauf. Einfach mal so ein gelbes Wasser trinken. Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Schon gar nicht, wenn man nicht weiß, was für ein gelbes Wasser das ist. Jetzt die Frage, wie kommen wir da jetzt hoch? Burgsaal. Gut, das heißt, hier muss wahrscheinlich noch weiter nach rechts, oder? Achso, ja, klar.
Da ging es ja nicht weiter. Da haben wir ja unser Bonus abgegriffelt. Ja, mir fällt nichts anderes ein, außer hier runter. Ach. Da kommt her. Will noch jemand was? Dachte ich mir. So. Gut, weiter rechts. Trink. Die Zellen. Okay, das heißt weiter nochmal nach rechts. Fährst du? Hallo? Irgendwie kriege ich gerade die Steuerung nicht auf die Reihe. Hä? Mal fährt er, mal fährt er nicht? Ach so! Ich muss den Stick drehen! Wow! Genial! Na komm, gib Gas! Danke! Sind wir noch richtig? Ja. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Oh! Was soll das? Hallo? Matsch! Komm, so. Warte mal, bevor ich guck erstmal hier rechts lang, ob ich da. Genau. Hab ich da was schimmern sehen eben? Wunderbar, geil. Nee, den. So, was gibt's hier? Maximale Magie, geil. Kann ich gleich auffrischen hiermit? Wow, cool. War das schon hier? Wie weiter rechts geht es nicht? Ist aber armselig jetzt. Wow, okay. Nimm mir halt den Weg hier. Nochmal ein Bonus abgegriffelt. Geil. Und damit haben wir auch die Zelt abgeschlossen. Geil. Ja, bleiben ja nicht mehr viele, ja, Maps, Räume, die wir noch absuchen müssen. Also, liebe Leute, viel haben wir nicht mehr, die wir von alten Gebieten erkunden müssen. Eventuell mal die dann später dann doch noch onscreen. Mal schauen. Ich warte auf eure Resonanz erstmal. So. Das kennen wir schon alles hier. Au! Hau ab, du Sackvieh! Gut. Innere Zellen kennen wir auch schon. So, hier können wir mit dem Fahrstuhl nach oben fahren. Genau. Beziehungsweise mit dem Teleporter, den ich erstmal hier nochmal finden muss. Ich hab keine Ahnung. Warum kann ich den hier schieben? Ach so. Nee, da ist aber nicht der Grüne. Aber. Ja, genau, hier habe ich ja den roten Geist bekommen, den ich hier. Schon benutze, genau. Diesen hier. So, ich will aber trotzdem erstmal zum grünen Porter. Teleporter. Dann. Hä? Eine Etage tiefer? Ernsthaft? Irgendwie verliere ich hier gerade den Überblick. Nochmal hier lang. Echt runter?
Ah! Ah, Hilfe! So, auf die Fresse! Ah, jedes Mal! Ich möchte nicht deine Hand an mir! Boah, ist das eklig! Ich lasse mich ungern begriffeln! Du kannst auch gleich direkt gehen! Boah, ey! Ich hab gesagt, ich lass mich nicht befummeln! Warum hört denn niemand auf mich? So, erstmal hier, zack. Warum auch immer, ich kann's. So, mit dem jetzt wieder. So. Bibliothek, okay. So, das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Und links sehe ich doch schon mal nochmal zwei Sachen, die ich mir holen kann. Den hätten wir vier. Ja, schauen wir mal. Warte mal, wenn ich da... Ja, erstmal hier den unteren hier. Nimm. Komm ich denn hier nicht runter? Und ist da noch was? Vielleicht so? Hä? Hier zeigt ihr mir Fragezeichen und bin ich da und dann ist nichts mehr? Komisch. Ist denn hier vielleicht... Ah, hier! Hier ist das Fragezeichen, okay. Bestien-Eintrag, geil. Nekromant. Das war der Boss im letzten Part. Der Nekromant hat die Mission, seinem Meister Zobek, Fürst der Toten, Travers mächtiges Kampfkreuz zu beschaffen. Da ihm seine Seele zurück versprochen wurde, wenn es ihm gelingt, seinen Meister die Waffe zu bringen, ist der Nekromant ein gefährlicher Gegner, der seine Aufgabe um jeden Preis erfüllen will, aber nicht geschafft hat, denn er wurde von mir vernichtet. So, Bibliothek 3 von 7, geil. Jetzt müssen wir nur noch das vierte da oben noch irgendwie kriegen. Dann bin ich zufrieden. So. Ich hab keine Ahnung, wahrscheinlich... Etage höher oder so. Ich weiß es gerade nicht. Und hier irgendwie... Nö. Ja, dann müssen wir halt jetzt diesen Weg hier nehmen. Hab ich geguckt, wo der mich hinbringt? Der rote. Nee, dann gucke ich eben, wo der rote mich hinbringt. Einfach, um das auch mal gemacht zu haben. Vergessene Höhlen, okay. So, wo sind wir jetzt hier? Ah, guck mal, wir sind jetzt hier. Vergessene Höhlen. 1 von 5 haben wir hier. Ja, dann nehme ich... Ja, erstmal, ja, verschwende ich etwas. Hol mir hier das zweite. Direkt mal. Ja, wenn es von der Nase liegt, ne? Wer kann in dieser Höhle, fernab jeder Zivilisation, nur so ein Gerät aufgebaut haben? Ein solcher Akt der Hexerei beweist, dass dieses Gelände unheilig ist. Ich schwöre, dass die verantwortliche Person für dieses Sakrileg bezahlen wird. Auch wenn es mich das Leben kostet. Ja, das Leben wurde dir genommen, aber die Person hat, glaube ich, nicht dafür bezahlen müssen, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir sie schon dafür hingerichtet, wer weiß.
So, schauen wir doch mal kurz hier im Wasser rum. Nein! Au! Ich wollte eigentlich wieder raus hier. Hallo! Spring du! Vogel! Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich wollte da eigentlich wieder raus. Ich wollte raus. Ich wollte raus. Ah! Eigentlich wollte ich da jetzt wieder weg hier. So, egal. Weitere Sachen hole ich mir einen anderen Mal. Ich möchte hier eigentlich gerade nur noch weg. Also warte mal, das haben wir. Boah, ja. Keine Ahnung. Da oben ist ein roter Pfeil, ich gehe da einfach mal hin. Wobei, der zeigt mir wieder komplett anders. Hö. War ich denn hier schon? Ich hab keine Ahnung. Ich au! Ah, super! Tolle Wurst! Ah,